Willkommen zu diesem Screencast von ZBMed. Mein Name ist Rabea und in dieser Videoeinheit zeige ich dir einen Einstieg in die Programmiersprache Python. Wenn du noch mehr zu Python und die Besonderheiten dieser Programmiersprache wissen möchtest, dann schau doch in unserem Video von ZBMed Lab vorbei, verlinke ich dir in der Infobox. In diesem Screencast zeige ich dir einige Grundlagen zu dieser Programmiersprache. Außerdem wollen wir uns die Python-Library Pandas anschauen, mit der wir tabellarische Daten bearbeiten können. Und wie wir mittels einer API, in diesem Fall die API von DataCite, Metadaten automatisiert abgreifen können. Die Beispiele, die ich dafür nutzen werde, kommen aus den Bereichen Bibliothek und Forschungsdatenmanagement. Während dem Video werde ich live coden, das heißt, du kannst den Code direkt mit mir mitschreiben und auch ausführen. Mach doch aber gerne zwischen den Videoeinheiten immer mal eine kleine Pause, um die Inhalte sacken zu lassen. Bevor wir starten, brauchst du noch eine Software. Installiere dir dazu bitte Anaconda Navigator. Den Link zur Installation findest du in der Infobox. Aus diesem Anaconda Navigator werden wir Jupyter Notebooks benutzen, um unseren Code zu schreiben. Wenn du den Anaconda Navigator geöffnet hast, kannst du hier unter Launch Jupyter Notebook starten. Dabei sollte sich ein Webbrowser bei dir öffnen. Wenn du ein neues Jupyter Notebook starten möchtest, kannst du hier oben auf New klicken und Python 3 auswählen. Dann öffnet sich ein neuer Tab und du hast ein leeres Jupyter Notebook vor dir. Noch ein paar Worte zum Notebook. Jupyter Notebook ist eine Open-Source-Anwendung, mit der du Dokumente und Code schreiben und auch teilen kannst. Das Ganze implementiert etwas, das sich Literate Programming nennt. Das heißt, du hast die Möglichkeit, sowohl Text als auch Code miteinander zu verweben und innerhalb eines Dokuments zu speichern. Im Moment habe ich hier eine Zelle, die Code ausführt. Was ich machen kann, ist hier Markdown auswählen und nun in dieser Zelle Markdown schreiben. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel eine Überschrift schreiben mit dem Rautezeichen. Ich kann auch fett schreiben mit diesen zwei Sternchen oder kursiv mit einem Stern. Ich kann auch Stichpunkte schreiben und diese ganze Zelle jetzt ausführen. Um Zellen auszuführen, benutze ich Shift-Enter. Mit Shift-Enter öffnet sich automatisch eine neue Zelle. Du kannst auch Steuerung-Enter drücken, dabei öffnet sich dann nicht automatisch eine neue Zelle. Da wir aber meistens eine neue Zelle brauchen, Shift und Enter merken. Hier oben haben wir noch den Titel unseres Jupyter Notebooks. Im Moment ist der Titel Untitled. Wählen wir doch etwas Passenderes aus. Wenn du auf Untitled klickst, kannst du hier den Titel ändern. Ich nenne das Ganze jetzt mal Jupyter Intro. Dieses Jupyter Notebook finde ich jetzt auch wieder in meinem Home Directory. Wenn ich nochmal zurückgehe, dann sehe ich hier das Jupyter Notebook. Diese Endung steht für IPython Notebook. Aber zurück zu unserem Jupyter Notebook. Schreiben wir mal unseren ersten Code. Ein klassischer Befehl ist print. Damit können wir Dinge ausprinten lassen, also ausdrucken lassen oder zurückgeben lassen. In der Klammer entscheiden wir, was ausgeprintet werden soll und können das Ganze auch wieder mit Shift-Enter ausführen und sehen, dass wir direkt den Inhalt zurückbekommen. Lass uns noch einen Blick auf die verschiedenen Features von Jupyter Notebook werfen. Wir können hier mit diesen Pfeilen die Zellen nach oben und nach unten verschieben. Wir können auch Zellen ausschneiden und einfügen mit der Schere. Wir können auch Zellen kopieren und wieder neu einfügen. Wir können das Jupyter Notebook auch speichern. Allerdings werden die Jupyter Notebooks auch automatisch nach einiger Zeit gespeichert. Hier rechts findest du noch Shortcuts, mit denen du
effizienter arbeiten kannst. Wenn du möchtest, kannst du dir die Shortcuts nochmal genauer anschauen. Was wir hier links sehen, ist ein Counter, der die ausgeführten Zellen zählt. Das kann von Vorteil sein, da die Zellen nicht unbedingt chronologisch ausgeführt werden. Es kann auch mal vorkommen, dass Zellen nicht mehr ausgeführt werden. Dann hilft es manchmal, den Kernel neu zu starten. Das können wir hier. Der Kernel ist quasi das unterliegende System, das die Befehle ausführt. Wenn wir hier Restart and Run All auswählen, dann werden automatisch alle Zellen nochmal neu ausgeführt. Machen wir das doch einmal. Im Jupyter Notebook gibt es auch Hilfemöglichkeiten, zum Beispiel indem wir vor einem Befehl ein Fragezeichen setzen. Also zum Beispiel Fragezeichen Print und das Ganze mit Shift-Enter ausführen. Dann bekommen wir hier unten ein Fenster, in dem wir sehen, ja, was für ein Typ in dieser Zelle ist, nämlich eine Built-in-Function or Method und wie wir diesen Befehl noch ergänzen können. Was wir auch machen können, ist, dass wir einen Befehl schreiben und hinter dem Befehl Shift und Tab drücken. Dabei öffnet sich auch dieses kleine Fenster, in dem auch einige Hilfe dabei steht. Wir haben die Möglichkeit, nicht nur in Markdown-Zellen Text zu schreiben, sondern auch Kommentare innerhalb einer Codezelle zu schreiben. Dafür können wir eine Raute davor setzen und unser Kommentar schreiben. Damit können wir unseren Code kommentieren, was ganz praktisch sein kann, um später zu verstehen, was wir genau gemacht haben. Was wir auch machen können, ist damit Code zu aktivieren und zu deaktivieren. Nehmen wir an, ich möchte diese Codezeile nur ausprobieren, dann kann ich mit der Raute diese Zeile deaktivieren. Das heißt, wenn ich hier jetzt Shift und Enter drücke, passiert erstmal nichts mehr. Um die Zelle dann wieder zu aktivieren, kann ich die Raute wieder entfernen. Das soll es erstmal gewesen sein zum Jupyter Notebook. Im nächsten Video schauen wir uns dann einfache Datentypen in Python an.